So, weiter geht's mit unserer Kampagne. Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe Teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedenen Regionen der Welt sicher. Heute dann mit der Mission 2. Mal schauen, was uns erwartet. Wie gesagt, ich spiele es auch zum ersten Mal. Zumindest diese Mission. Insofern schauen wir mal, was kommt. Auf geht's. Die Insel Java. Ein tropisches Juwel inmitten des Indischen Ozeans, gewissenhaft verwaltet durch akribische niederländische Bürokratie. Wir schreiben das Jahr 1870 und die Kolonie befindet sich im Umbruch. Neuerdings ist es Privatpersonen erlaubt, Ländereien zu pachten und Plantagen zu bewirtschaften. Das fruchtbare Land bietet ideale Bedingungen für den Export zahlreicher Kolonialwaren. Auf zu einem exotischen Erlebnis. Na dann auf nach exotischen Erlebnissen nach Java. Niederländisch Indien. Gewiss das vortrefflichste Kolonialreich unter der Sonne. Voll mit köstlichen Früchten und wohlfeilen Arbeitskräften. Du stehst im Dienste der Kolonialverwaltung. In der Ingenieurskunst hochbegabt, bist du berufen, das hiesige Transportwesen zu reformieren. Komplettiere diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Krone. Dann winkt dir vielleicht gar der Gouverneursposten. Okay, wir sollen also erst einmal den Kaffee transportieren. Das Ganze sollen wir nach Möglichkeit mit dem Zug machen. Wir haben hier Kaffeeplantage. Hier ist das für den Export. Und die Stadt Suva Bay würde das gerne benutzen. Hier gibt es Zuckerrohr. Das ist erstmal noch nicht wichtig. Also fangen wir an, hier quasi diese Eisenbahnstrecke zu komplettieren. Mir scheint es mit der Ausweichstrecke zu funktionieren. Hier ist schon eine vorgesehen. Muss ich da auf Fortfahren drücken? Wer weise und wohlfeil bauen will, vermeidet unnötige Steigungen. Nimm die erforderlichen Vermessungsarbeiten vor. Okay, jetzt haben wir den Höhenlayer kennengelernt. Dann bauen wir noch die Gleise. Ein Depot tut Not. Auch das soll uns nicht stören weiter. Das kriegen wir hin. Das Ganze platzieren wir mal hier so schön daneben. Schließen es noch anschließend an. Erwerbe käuflich eine komplette Komposition samt Lokomotive und Waggons. So, da haben wir jetzt hier zwei Züge, da würde ich auch gleich die stärkere nehmen. Wir wollen die Bohnen transportieren, das tun wir hiermit.
dem Ort nicht lang bauen sogar. Ich glaube, so lange braucht man den nicht. Aha, dürfen wir auch nicht? Wie lange dürfen wir? Nun können die Kaffeefrüchte aus den Plantagen auf den Weg zur Weiterverarbeitung verbracht werden. So, dann fahren wir von hier nach dort. Am Güterbahnhof wollen wir uns voll beladen. Die Haltezeit stellen wir mal ein bisschen hoch auf 5 Minuten, dass der auch ein bisschen mehr Zeit hat, sich zu beladen. Das Ganze nennen wir Kaffee. Hey. Kaffeefahrt. Und nehmen uns jetzt den Zug und schicken den auf die Kaffeefahrt. Auf geht's. Zeit beginnt. Das Ganze wieder ein bisschen schneller. Fährt jetzt hier schön hinter. Dürfen wir hier die Gleise schon bauen? Nein. Dann wird sicherlich später noch ein zweiter Zug fahren müssen. Hier stehen schon die Kaffeebohnen bereit. Gibt es sogar einen zweiten Gleisanschluss. Da kommt er. Rast hier schön an den Vulkan vorbei. Bin ja mal gespannt, ob da noch ausbricht, diese Kampagne. Ist noch einer. Welch eine superbe Bahn! Sie leistet den hiesigen Plantagenpächtern wahrlich wertvolle Dienste. Frisch vom Felde gelangen die Früchte flugs zur Fabrik. Von dort muss der köstliche Kaffee der Kolonie in die Kontore der Hafenstadt verbracht werden, zum Zwecke des Exports. Das sollte man nicht den hiesigen Tagelöhnern überlassen. Zu gemächlich, zu ineffizient, zu unzuverlässig. Damit der vorzügliche Kaffee unbeschadet in die Stadt gelangt, erfordert dies eigens errichtete Stationen, die sich notfalls auch vor plündernden Horden bewachen lassen. Es ist soweit. Der beförderlichen Beförderung in die hiesige Hafenstadt steht nichts mehr im Wege. Schicke die Karren mit Kaffee auf den Weg. Wir erstellen uns wieder die Linie. Das Ganze ist der Kaffee. LKW. Auch wenn es sicherlich in dem Moment noch Kutschen sind. Wir gehen auf Cargo. Schauen mal, was da die Unterschiede sind. Okay, es sind nur optische Unterschiede. Die fahren schneller. Dann nehmen wir davon 7 Stück. Und schicken die auf Kaffee-LKW. Die Fabrik findet sich nun in der erbaulichen Lage, verarbeiteten Kaffee in die Stadt schicken zu können. Damit sie ein erklägliches Wachstum erfährt, müssen ihre Erzeugnisse eine kaufkräftige Klientel erreichen. Oh weh, dein kompetenter Lokomotivführer Lukas scheint wie vom Erdboden verschluckt. Oder von was oder wem auch immer. Nun denn, Ersatz tut Not. Ob jemand der Eingeborenen dieser diffizilen Aufgabe gewachsen ist?
Einige Ansässige zeigen Interesse daran, die überaus noble Profession des Lokomotivführers zu erlernen. Es bedarf einer Übungsstrecke zu Ausbildungszwecken. Derweil nähren Indizien horrible Gerüchte über die Ernährung der indigenen Sippen. Sind wir hier jetzt im Kreis fahren? Schauen, ob wir das hinbekommen. Damit potenzielle Passagiere nicht sofort verschreckt werden, muss das korrekte Führen des Fahrzeugs erst einmal praktiziert werden. Derweil erreicht dich die schwer verdauliche Kunde, dass deine Fachkraft einem blutrünstigen Kannibalenstamm zum Opfer gefallen sein soll. Wobei, das ist einfach die Teststrecke. Kaufen wir uns ein kleines Fahrzeug. Und ist auch die kleine. Häng einen davon dran. Mal gucken, ob das reicht. Frohe Kunde! Der Lokomotivführer ist heil zurückgekehrt. Während du ihn in den Mägen von Wilden wähntest, hat er sich indes unverblümt im Urwald vergnügt. Dank deiner zuverlässigen Lieferungen funktioniert die Fabrik völlig formidabel. Allerdings wäre sie sehr wohl in der Lage, weit mehr, ja geradezu kolossale Kapazitäten an Kaffee zu verarbeiten. Du solltest erwägen, das Transportvolumen zu vergrößern. Denn Kaffee aus der Kolonie ist in den Salons des Kontinents eine überaus gefragte Ware. Ein Zug reicht nicht aus, um die Fabrik angemessen mit Kaffeefrüchten zu versorgen. Damit ein zweiter Zug die Strecke befahren kann, ist eine Ausweichung. So, jetzt kommen wir zu dieser Ausweichstation hier, die schon vorbereitet ist. Das Ganze ist hier. Die Züge sollten in der Ausweiche aufeinander warten. Dies erfordert das Setzen von Signalen. Zur absoluten Auslastung der Anlage bedarf es einer weiteren Komposition. Okay, das dürfen wir noch nicht, also setzen wir erstmal einfach den zweiten Zug aufs Gleis. Dazu gehen wir in die Linie. Das Ganze ist die Kaffeefahrt. Fahrzeuge verwalten und wir klonen das Fahrzeug einfach. Wo die Kaffeeproduktion gedeiht, erblühen auch Wirtschaft und Wohlstand.
Dank der Eisenbahn ist die Hafenstadt Surabaya zum lebendigen Umschlagplatz für zahllose Güter und Dienstleistungen geworden. Allerlei Volk aus allen Winkeln der Insel möchte hier gewinnbringende Geschäfte tätigen. Deshalb hatte ich die Kolonialverwaltung beauftragt, eine Passagierlinie von Semarang nach Surabaya einzurichten. Zeit, eine Strecke zu errichten, die bald schon die wichtigsten Handelsknotenpunkte in Javas Osten verbinden wird. Okay. Machen wir jetzt hier mal Stufe langsam, da müssen wir jetzt nicht so hetzen. Passagierbahnhof. Wir machen zwei Gleise, das Ganze 120 lang. Das sollte reichen. Oder eher weniger. Genau. Von hier nach dort. Nach Semarang. Würde ich auch hier reinfahren wollen. Das Ganze verbinden wir jetzt mit den Gleisen. Könnten wir jetzt natürlich die Höhenlinie wieder beachten, aber das ist hier jetzt am Ende nicht ganz so wichtig. So, haben wir irgendwo eine Brücke? Ein Tunnel? Nein, sieht gut aus. Die Bahn ist vollendet, die Neugierde groß. Nun wird sich zeigen, ob der Passagierverkehr tatsächlich ein lohnendes Unterfangen ist. So, ich baue das gleich zweigleisig. Falls wir eine gewisse Anzahl an Personen transportieren sollen, können wir das dann hier problemlos erweitern. Ein formidables Unternehmen wie deines erfordert eine angemessen exquisite Niederlassung. Und du bist schließlich nicht irgendwer. Ja, das ist klar, das machen wir auch gleich noch. Wir setzen auf die Signale. Unterteilen die noch in die Blöcke. Und erstellen eine neue Linie. Die müssen wir jetzt nicht sagen, dass die sich vollladen sollen. Das ist die Regio einfach. Kaufen uns eine entsprechende Lok. Errichte eine repräsentative Residenz, die auf dem ganzen Eiland ihresgleichen sucht. So. Wir sitzen schön am Wasser. Ein wahrlich attraktives Anwesen. Doch trübt die Freude eine veritable Plage. Schlangen haben das Gebäude okkupiert. Man munkelt, eine weise Alte wisse, wie du dich der Schlangenplage in deinem Gemäuer entledigen kannst. Sie soll in Surabaya zu finden sein. Die Alte meint, sie wisse nichts. Doch du solltest es bei ihrem Vetter in Semarang versuchen, der sich auf die Kunst des Schlangenbeschwörens versteht. Der Schlangenbeschwörer tat kund, du hättest wohl bei deinen Projekten die mächtige Schlangengöttin erzürnt. Da könne nur die Schlangenpriesterin vom Mount Merapi Abhilfe schaffen.
Die Priesterin hat gesprochen. Nur wenn du der großen Schlangengöttin ein Opfer darbringst, wird sie ihre Kinder zurückrufen. Kaffee, so hat die Priesterin prophezeit, vermöge die Gottheit gewiss milde zu stimmen. Okay, das Ganze machen wir auch wieder mit Kutschen. Wir bauen hier ein Gebäude. Dann ist plus abliefern reicht auch dieses Gebäude. Wir erstellen eine neue Linie. Das Ganze ist Kaffee LKW 2. Nehmen wir jetzt mal 4 Stück weg und schicken die auf die LKW 2. Da hat man ein bisschen viele gekauft, hat man hier oben gesehen. Standen da recht lang. Können wir jetzt hier noch Hänger dranhängen? Nein, die nicht. So, die Züge fahren erstmal schön weiter. Er wartet da, bis der andere vorbeikommt. Ich glaube, wir könnten die Züge auf dem anderen Gleis sogar noch vergrößern. Das war noch nicht genug. Jetzt haben wir genügend. So, Personen transportieren. Hier klonen wir auch nochmal. Könnt den öffentlichen Nahverkehr noch fördern in den beiden Städten. Das machen wir auch. Oh, das ist natürlich die falschen. Wir wollten natürlich mit Passagieren fahren. Nochmal hier hin. Und auch hier unten den fahren wir nochmal. Stellen uns noch. Ne, Depot brauchen wir nicht. Eine neue Linie. Das Ganze ist der Bus Surabaya. Kaufen uns ein paar Fahrzeuge hier hinten. Passagiere. 3 Stück sollten reichen. Auf geht's. Und das Ganze machen wir auch nochmal hier, damit wir möglichst schnell die Passagiere zusammenkriegen.
eine neue Linie. Bus. Sim. Rang. Brauchen dann noch das Depot hier. Das haben wir hier an dem Ort noch nicht. Kaufen auch hier nochmal 3 Fahrzeuge und ab geht's. Dann haben wir jetzt zumindest den öffentlichen Nahverkehr auch in den Städten. Hier baue ich jetzt außer auf zweigleisig, damit hier die Kaffeebohnen möglichst schnell von links nach rechts kommen. Ja, das kriegt man alles hin. Wir bauen hier jetzt noch die Ausweiche, die Kreuzweiche. Stellen uns die Signale. Der muss jetzt noch einmal wenden. Und nur, wenn man auf die falsche Seite steht. Und wir können die auch nochmal klonen. Achso, da kommt ja nicht raus. Aber jetzt. Oh weh, es rumort im Inselinneren. Der mächtige Vulkan Merapi droht auszubrechen. Dieses Phänomen wurde bei der Streckenplanung nicht kalkuliert. Die Eingeborenen behaupten, man habe wohl irgendeinen ihrer Götter erzürnt. Wie dem auch sei, wenn die wertvollen Kaffeefrüchte auch künftig mit der Bahn befördert werden sollen, muss unabdingbar etwas unternommen werden. Es erscheint lohnend, die Infrastruktur zu entfernen, soll sie nicht unter Asche und Lava begraben werden. Welch ein Segen! Dein schmuckes Domizil ist neuerdings erquicklich schlangenfrei. Okay, wir sollen die Züge jetzt wieder... Das Strecke können wir löschen. Wir sollen die Züge der Kaffeefahrt jetzt wieder ins Depot schicken. Dazu muss der eine erstmal hochfahren. Dann soll man den Halt noch mal entfernen. Damit die Kaffeeproduktion fürderhin ihren Fortgang nehmen möge, sollte die Trasse in ein Gebiet verlegt werden, von dem anzunehmen ist, dass die zu erwartenden Eruptionen es verschonen. Okay.
Fahren wir hier einmal schön um den Berg rum. Stellen wieder unsere Signale hin. Bearbeiten die Linie. Und schicken die Züge wieder auf die Linie raus. Wir entfernen die alten Gleise aus diesem Bereich hier. So. Wir fahren jetzt auch schön durch den kleinen Tunnel durch. Das sollte jetzt eigentlich passen. Ich hoffe, er nimmt das an. Wir sind außerhalb des roten Bereiches. Sollte es annehmen. Damit die Kaffeeproduktion fürderhin ihren Fortgang nehmen möge, sollte die Trasse in ein Gebiet verlegt werden, von dem anzunehmen ist, dass die zu erwartenden Eruptionen es verschonen. Das haben wir getan. Sind hier noch Gleise? Nö. Jetzt die Frage, auf was er aus ist. Wir haben es eigentlich soweit erledigt. Wir sind weit außerhalb des roten Bereiches. Das klappt natürlich nicht, wenn wir noch den Zug stehen haben.
gehen einfach mal noch ein bisschen weiter raus. Ein neues Gebäude. Die Gleise dort lang. Nee, halt, ich habe den inneren. Aber was war das? Hier dann noch mal den Ausweich. Signale, Einbahn, passt. So, jetzt sind wir noch weiter draußen. Also wenn wir jetzt nicht draußen sind, dann weiß ich auch nicht. Hier ist auch keinerlei Gleis mehr oder irgendetwas. Damit die Kaffeeproduktion fürderhin ihren Fortgang nehmen möge, sollte die Trasse in ein Gebiet verlegt werden, von dem anzunehmen ist, dass die zu erwartenden Eruptionen es verschonen. Haben wir gemacht. Okay. Also wenn das nicht außerhalb ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt habe ich noch eine Möglichkeit. Ich könnte die Strecke einmal komplett abreißen. Ich schicke dazu erst einmal alle Fahrzeuge nochmal ins Depot. Kann er jetzt gerade nicht, weil er verkehrt steht. So, jetzt reißen wir das hier noch einmal komplett ab. Wir brauchen ein neues Gebäude. Nehmen das innere Gleis.
Einmal einen Dampfzug. Dann noch ein Einer hinten dran. Da will er nicht lang. Also das ist schon sehr eigenartig, was er hier jetzt macht. Dass er das nicht akzeptiert, dass wir die Strecke verlegt haben. Er will jetzt erstmal in den Bahnhof hier fahren, wenn ich das richtig verstehe. Geben wir ihm die Möglichkeit, kommen wir schön ein bisschen im Kreis, müssen hier rein und jetzt die beiden miteinander verbinden. Krümmung zu groß, das kriegen wir aber geklärt. Kein Problem. So, jetzt aber. Genau, Linie verwalten, du kriegst noch eine Haltestelle zugefügt. Hier wollen wir uns voll beladen. Also jetzt sind wir doch außerhalb des Kreises. Waren wir vorher schon. Ist hier noch irgendwo eine Schiene? Da ist tatsächlich noch... Hier. Die Gefahr ist gebannt. Der Transport kann wieder aufgenommen werden. Der Vulkan macht überdies Anstalten, sich wieder zu beruhigen. Vielleicht war die Verlegung der Wegstrecke dennoch weise. Das fruchtbare Eiland hat weit mehr zu bieten als Kaffee. Die Witwe eines befreundeten Pflanzers, möge der arme Tropf in Frieden ruhen, baut neuerdings Zuckerrohr an. Mach die Dame glücklich, indem du ihr deine Dienste angedeihen lässt. Der Zucker muss zur Stadt befördert werden, von wo aus er verschifft und sodann an kontinentaleuropäischen Kaffeekränzchen kredenzt wird. Okay. In welche Stadt müssen wir den Zucker bringen? Auch nach da hinten. Okay. Das können wir eigentlich mit Kutschen machen. Da jetzt noch eine Strecke zu bauen, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. So. Haben wir dort hinten schon eine? Bringen den Spaß hier hin. Stellen eine neue Linie, und zwar von da hier hin. Wir müssen da noch die Straße durchbauen, sehe ich gerade. Wir beladen uns in Süd voll, bauen uns noch eine schöne Straße. Überlandstraße. Kaufen wir uns die Fahrzeuge. Das Ganze können wir hier im Depot machen. Cargo. Auch 10 Stück. Und die schicken wir auf die Linie 1, die wir jetzt auch gleich noch umbenennen. Das ist der Zucker-LKW. Und auf geht's. Hätten wir natürlich auch die Schiene hier nutzen können, den Bahnhof noch entsprechend ausbauen, aber so ist es auch okay.
Jetzt will ich das eine auch noch erfüllen. Wir haben es ja schließlich angefangen. Die Zuckerlieferung schaffen wir auch noch. War dieses kleine Teilstück ja echt jetzt, dass uns das so aufgehalten hat? Haben wir die Strecke dreimal gebaut. Und dafür schaffen wir diesmal alle Bonusaufgaben. So, da kommen die ersten Zucker-LKWs. Fahren schön hinten in die Stadt, liefern es ab und dann sollten wir dafür auch unsere Medaille kriegen. Mit dem Zug zuckelt der Zucker zügig zur Stadt. Welch Wonne! So. Dann sollte es das mit diesem Level auch gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Runde wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss!